Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte euch ja in meinem letzten Vlog, den ich gerne hier oben nochmal verlinke, Tipps gegeben, wie ich mein Frausein, meine Weiblichkeit in meinem Mama-Alltag lebe. Und da habe ich unter anderem auch über Fantasy gesprochen. Und über Fantasy hatte ich euch auch da gesagt, wollte ich gerne nochmal ein bisschen ausführlicheres Video machen, damit ihr euch das bei Interesse sehr gerne zusätzlich zu dem Vlog noch ansehen könnt. Und ich habe auch ein super Angebot für euch und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal damit, dass ich euch Fantasy ein bisschen genauer vorstelle. Ganz allgemein, Fantasy ist erstmal eine Streaming-Plattform mit sehr kurzen erotischen Hörgeschichten für Frauen, exklusiv für Frauen. Und diese Hörgeschichten sind wirklich auf die weiblichen Bedürfnisse abgestimmt und werden von den Frauen, auch von mir, vor allem zur Selbstbefriedigung genutzt. Ihr habt dort natürlich nur das Tonerlebnis, also das Hörerlebnis, es ist kein Bild, es ist kein Porno und ihr habt vielleicht schon die Erfahrung gemacht, so wie es mir dabei geht, Pornos sind für Männer gemacht, habe ich das Gefühl. Natürlich gibt es auch Frauenpornos, aber die meisten Pornos sind einfach für Männer gemacht und sprechen mich als Frau meistens überhaupt nicht an. Und da ist Fantasy halt anders. Es ist für Frauen gemacht. Es ist sehr erotisch, aber auch sehr stilvoll. Du kannst, während du diese Geschichten hörst, du kannst es genießen, du kannst dich selbst entdecken, du kannst dich selbst kennenlernen. Das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Bei Fantasy gibt es keine Werbung, keinen Spam, nicht irgendwelche Kontaktanzeigen, wie man das vielleicht von anderen dubiosen Seiten kennt. Und ihr könnt das zu Beginn auch erstmal kostenlos testen. Ihr habt da verschiedene Geschichten, die ihr euch kostenlos anhören könnt, damit ihr erstmal schauen könnt, ist das was für mich? Vielleicht auch so dieses Erlebnis für sich auszuprobieren, zu entdecken und wie in meinem Fall sich dann in Fantasy und diese komplette Plattform zu verlieben. Ich habe mir eine Geschichte angehört und ich war im ersten Punkt sofort verrückt nach dieser Stimme und im zweiten einfach von diesem Erlebnis, von dieser Möglichkeit, von diesen erotischen Hörgeschichten. Also deswegen testet es auf jeden Fall mal aus, nutzt wirklich auf jeden Fall diese Möglichkeit, das kostenlos auszutesten. Und vielleicht geht es euch dann wie mir und ihr seid einfach platt und braucht das unbedingt in eurem Leben. Die Vision von Fantasy finde ich richtig, richtig, richtig schön, denn die Vision ist, einen Raum für Frauen und ihre Sexualität zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und voll entfalten können. Das finde ich so, 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 so schön. Und die Stimme bei diesen erotischen Hörgeschichten, die spricht dich direkt an. Du wirst also in deiner Fantasie Teil dieser Geschichte. Es gefällt mir persönlich ja so, 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 so gut. Und du hast da echt die Auswahl von mehr als 40 Geschichten, glaube ich, und auch eine unglaublich große Range, was so die Zeiten angeht. Also so von 5 Minuten bis 35 Minuten. Da kannst du einfach schauen, was passt so für dich, wie lang soll dein Hörerlebnis einfach sein. Und hast auch unterschiedliche Intensivitätsstufen. Das heißt, von sehr, sehr leicht, ne, wo es auch, wo die sexuelle Ebene auch auf eine sehr spielerische Art und Weise angesprochen wird. Dann hast du so eine mittlere Version und auch eine extremere Hardcore-Version, könnte man sagen, die aber auch noch absolut im verträglichen Normbereich ist. Und da kannst du halt schauen, welche Länge passt für dich persönlich. Welche Stimmen sprechen dich persönlich am ehesten an? Also ich bin ein großer Fan von Raphael zum Beispiel. Dann kannst du die Stimme auch wie abonnieren, also folgen, dass dir dann die Geschichten von dieser Stimme angezeigt werden. Du kannst wählen, welche Intensivitätsstufe dein Ding ist. Ne? Kannst dich auch herantasten, fängst halt mit der leichten Sache an und guckst dann mal, schaust einfach, was dir gefällt, was vielleicht auch heute für dich in deiner Laune, deiner Stimmung das Passende für dich ist. Also ich höre mir lieber die Sachen so von mittel und intensiv an, die leichteren Sachen eher weniger. Aber auch die gefallen mir, wenn ich einfach mal sowas zum Abschalten haben möchte. Ich habe, und darüber freue ich mich sehr, einen Rabattcode für euch bekommen. Den findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und mit diesem Rabattcode habt ihr die Möglichkeit, 50% Rabatt auf einen Monatszugang im ersten Monat zu bekommen. Das heißt, euer Monatszugang kostet dann nur 4,99 € statt 9,99 € und ist dann auch monatlich kündbar. Aber das ist was, was sich absolut lohnt. Investiert das in euch, in eure Weiblichkeit und in euer Frausein.
Fantasy gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Monat und ich habe das auch schon sehr, sehr oft auf Instagram gesehen bei anderen Influencern. Und die Gründerin ist Julie und ich habe die kennengelernt und die ist wirklich zucker, zucker süß. Und ich kann mich sehr damit identifizieren, mit ihrer Vision, mit dem, was sie da schaffen wollte für Frauen. Also sich selbst einfach wieder neu zu entdecken, das finde ich auch unglaublich spannend. Und Fantasie ist natürlich super, super wichtig und wird bei Fantasy halt wirklich sehr schön angeregt. Und ihr wisst es alle, der Erotikmarkt ist wirklich sehr männlich orientiert und es fehlte einfach irgendwas. Es fehlte ganz dringend irgendwas für uns Frauen. Und diese Lücke hat Fantasy für mich geschlossen, weil der Erotikmarkt ist sehr, sehr visuell, ne? Und da war dann die Frage, was brauchen denn Frauen? Was gefällt denn Frauen? Und das hat Fantasy halt wirklich auch Frauen gefragt. Und deswegen ist Fantasy entstanden mit Frauen, um ihre Bedürfnisse halt wirklich auch optimal befriedigen zu können. Das ist halt wirklich, Fantasy ist dieser direkte, dieser authentische Austausch auch sehr, 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 sehr wichtig. Also freuen die sich sicherlich auch sehr über euer Feedback. Und Fantasy ist wichtig, dass es dir gut geht, dass du es dir gut gehen lässt. Und schäm dich nicht. Also bau auch mal diese Hemmschwelle ab, diese Scham ab. Dein Frausein, deinen fraulichen Körper zu entdecken, zu erkunden, was dir gefällt, ist super wichtig für dich als Person, für dich in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in einer sexuellen Beziehung. Und Fantasy bietet dir die Möglichkeit, dich einfach auch mal gedanklich auszutesten. Was gefällt dir denn? Was gefällt dir nur in deinem Kopf abzuspielen? Und was möchtest du vielleicht auch dann mal Realität werden lassen? Also Fantasy eignet sich wunderbar, um sich selbst auszuprobieren, zu entdecken. Was gefällt mir auch nicht? Ich kann zum Beispiel mit einigen Stimmen einfach nichts anfangen. Die sind für mich nicht so gut, denen folge ich dann halt einfach nicht, sondern habe halt andere Stimmen. Ich habe auch gemerkt, manche Themen finde ich nicht so gut. Die leichteren Hörgeschichten, sage ich mal, sind auch nicht so meins. Also du kannst dich da austesten, aber ich finde, es gibt für jeden Typ, für jede Vorliebe, findet man etwas für sich auf Fantasy. Und deswegen möchte ich dich unbedingt einladen, das wirklich mal kostenlos auszutesten, für dich zu schauen, was das Ganze für dich bereithalten kann. Ich hoffe, diese Vorstellung hat dir einen Einblick gegeben, was Fantasy ist, was Fantasy möchte und hat hoffentlich transportiert, wie unglaublich begeistert ich von Fantasy bin und wie unglaublich dankbar ich bin, dass ich von Fantasy erfahren habe. Und das ist auch der Grund, warum ich das an euch weitergeben möchte, weil das für mich als Frau in meinem Frausein, meiner Sexualität nochmal ein sehr, sehr großer Sprung war. Ich finde, Fantasy füllt wirklich eine Lücke in diesem Erotikmarkt, die es da wirklich gab, eine sehr große klaffende Lücke, nämlich das Produkt für uns Frauen. Und Fantasy hat da was Wundervolles geschaffen und ich möchte euch wirklich einladen, das auszutesten, auszuprobieren und schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt. Ihr könnt das in der Kommentarfunktion machen, ihr könnt mir sehr, sehr gerne auch eine private Nachricht schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Informationsvideo gefallen hat. Schaut euch gerne noch den Vlog an, wenn ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Und denkt dran, den Rabattcode findet ihr jetzt unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!